Hallo, willkommen bei Behindert Barrierefrei. Wir sind in Thailand, Phuket, Patong, und seit 1. Februar 2018 herrscht hier in Thailand strenges Rauchverbot an den Hauptstränden, hier zum Beispiel auch Thailand in Patong, Phuket. Und die Strafen sind mittlerweile sehr hoch, also 100.000 Baht ab 1. Februar 2018 werden aufgerufen. Dann ein großes Thema E-Zigarette. Ja. E-Zigarette ist hier auch verboten, komplett verboten. Die Einfuhr ist verboten, die Benutzung ist verboten, der Verkauf ist verboten. Ja. Jetzt haben mich viele gefragt, ja, du rauchst ja immer noch deine E-Zigarette. Ja, stimmt, ich mach's. Und muss aber sagen, bisher habe ich jetzt nur noch so eins, zwei im Hotel getroffen, die auch E-Zigarette rauchen. Und ansonsten hat sich niemand mehr getraut. Ich mach's noch, ja. Mittlerweile haben sie die ersten Leute hier auch schon wirklich verhaftet und das durchgezogen. In Schweiz haben sie schon verhaftet, ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Ich denke, mit 100.000 Baht Strafe kommt man hier relativ schnell raus, aber muss natürlich nicht sein. Also Finger eigentlich weg, Leute. Ich mach's, wie gesagt. Ich glaube, mich wollen sie hier nicht behalten auf Dauer, weil so ein verrückten Leben. Ich bin froh, wenn der wieder eigentlich abreißt. Ja. Also ich habe hier uneingeschränkt geraucht, allerdings natürlich nicht auf der Straße oder so. Ich habe schon geguckt, dass ich die ausgewiesenen Stellen benutze oder nur im Hotel rauche und nicht gerade auf offener Straße. Also aufpassen, wie gesagt. Das ist mal ein kleiner Tipp von mir, ein Thailand-Tipp. Die Gesetze ändern sich natürlich ständig, deshalb, ja, wie gesagt, was morgen ist, weiß auch keiner hier. Jetzt ist es hier noch morgens in Patong um kurz nach 9. Relativ wenig am Strand noch los. Und dann dampfe ich auch noch ein bisschen hier. Ne? Bis bald, euer Behindert Barrierefrei-Team. Tschüss.